Hallo meine Lieben, sicherlich wollt ihr gern wissen, welche Sternzeichen sind 2018 das ideale und perfekte Paar? Welche Sternzeichen finden in 2018 zueinander und passen harmonisch gut zusammen? Ich verrate es euch heute in Teil 1 vom Widder bis zur Jungfrau. Wir beginnen wieder mit dem Sternzeichen Widder. Der energiegeladene Widder, der dem Element Feuer zugeordnet ist, hat ein ausgesprochen hohes Temperament. Zu ihm passen am besten andere Feuerzeichen, wie Löwe oder Schütze, aber auch andere Widder. Sie alle lassen sich von seiner schwungvollen Art nicht nerven. Nun der Stier. Dem zur Sturheit neigende Stier ist darin gut beraten, wenn der Partner oder die Partnerin ihn aus seinem sturen Trott herausholt. Und das schaffen am besten die Sternzeichen Löwe, Wassermann und Skorpion. Der dem Luftzeichen zugeordnete Zwilling hat eine angenehme, kommunikative Lebensart. Er neigt allerdings auch dazu, etwas flatterhaft zu sein. Zu ihm passen auch gut andere Zwillinge, sowie der Wassermann. Am besten allerdings passt zu ihm die Waage. Der Krebs. Der Krebs ist ein absoluter Familienmensch. Er will unbedingt, dass es seinen Lieben gut geht. Aber man muss ihm den nötigen Raum dazu lassen. Zu ihm passen am besten die dem Element Wasser zugeordneten Fische und der Skorpion. Der Löwe ist, wie wir wissen, der König unter den Tieren. Er will unbedingt im Mittelpunkt stehen und das genießt er. Deshalb ist eine Partnerschaft zwischen Löwe zum Löwe absolut schwierig und sicher nicht empfehlenswert. Am besten passt eine partnerschaftliche Verbindung zum Schützen und zur Waage. Kommen wir nun zur Jungfrau. Zuverlässigkeit, Ordnungsliebe und Vernunft ist das Wichtigste für die Jungfrau. Impulsive Sternzeichen sind nicht die besten Partner für sie. Am besten passen zu ihr, die dem Element Erde zugeordnet sind. Und zwar die Sternzeichen Stier, Steinbock und Jungfrau. Ja, meine Lieben, das waren jetzt erstmal die ersten 6 Sternzeichen, Widder bis Jungfrau. Und morgen hört ihr dann den zweiten Teil. Wie passen die Sternzeichen zueinander für die Waage bis zu den Fischen? Das erfahrt ihr morgen. Bis dahin, alles Liebe, eure Deria.